So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von OMSI, dem Omnibus-Simulator. Und willkommen im neuen Jahr. Die erste Aufnahme im Jahr 2015. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Und die erste Aufnahme auch gleichzeitig mit meinem neuen Mikrofon, wie man vielleicht hören kann. Ich hoffe mal, das geht ein bisschen besser. Und ich hoffe mal, das hört sich alles ein bisschen besser an. Das andere Ding hatte ja nun wirklich seine besten Tage hinter sich. Gut, wir fahren heute auf der Map Stadtbusnetz. Etwas außergewöhnlich der Name vielleicht. Normalerweise sind die Maps ja vorwiegend nach Städten benannt. Die Stadt heißt, glaube ich, nicht Stadtbusnetz, aber naja. So. Oh, der will jetzt hier rein. Na schön. Dann müssen wir wohl Platz machen. Wir stehen übrigens wundervoll. So wurde ich abgesetzt, ja. Dafür kann ich nichts. So, machen wir den mal startklar hier soweit. Motor ein. Warte. Gang rein. Licht an. Bremse raus. Können wir mal gucken, wie geht das Licht hier drin an? Ich vergesse das immer. So geht es ganz offensichtlich nicht an. Aha. So, wir fahren heute mit dem Mercedes-Benz O530G, mit dem Gelenkwagen, mit der Gelenkvariante vom Citaro. Ziehen wir eben vor. Wir ziehen mal eben vor. Ich würde ja gern vorziehen, ja. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade nicht funktionieren will. Okay. Ja, das klappt ja bis dato sehr gut. Vielleicht fährt er ja gleich noch los. Ich stelle hier erstmal alles soweit ein. Wir fahren auf der Linie 11. Oh, er fährt tatsächlich los. Upsa. Route 1. Nein, das ist sogar falsch. Wir fahren doch bitte die Route 2. Sehr gut. So, bis nach, was weiß ich, Niederfeld oder wie hieß das? Mal eben auf den Fahrplan. Ja, keine Ahnung. Gut, wir haben aber eigentlich noch knapp 10 Minuten Zeit. Ich lasse die aber schon mal rein hier. So. Guten Tag. Ich möchte übrigens ab jetzt hier im Jahr 2013. Habe ich gerade im Jahr 2013 gesagt? Das war ein bisschen verfehlt, das Ziel, ja. Im Jahr 2015 eher OMSI 2 fahren, deswegen habe ich auch schon versucht, mir eine Karte zu installieren, eine neue, die wir noch nicht kennen. Das hat super geklappt, nämlich gar nicht. Deswegen fahren wir jetzt hier nochmal, obwohl mir hier einige Objekte fehlen, beziehungsweise weniger die Objekte als vielmehr die Texturen. Deswegen wird es an einigen Stellen gegebenenfalls keine Texturen geben, wer hätte das vermutet. Wo muss ich überhaupt lang, wenn ich hier raus bin? Da nicht. Wahrscheinlich eher hier lang, ja. Ja, hier werde ich wohl lang müssen. Und dann hier hin vielleicht. Warum habe ich denn keine Hilfspfeile? Habe ich die ja nicht aktiviert gehabt? So. Ja, doch. So geht das dann auch besser. Okay, dann würde ich mal sagen, stellen wir die Zeit eben schnell eine Runde vor. Und zwar 12 Minuten vorstellen. Jetzt muss ich ganz kurz rechnen. So sollte es okay sein. Genau. Dann fahre ich jetzt schon mal los. Es wird sicherlich spaßig, weil wir mit einem Gelenkbus hier unterwegs sind. Und ich weiß nicht, ob die Linie für Gelenkbusse gedacht und gemacht ist. Aber wir werden das jetzt sehen. Ja, es ist natürlich blöd, dass ich mich hier nicht richtig bewegen kann. Das Mikro steht jetzt an einer Position, die ist nicht unbedingt ideal, ja. Aber ich krieg das schon irgendwie noch kalkuliert.
Zeit Gottes. So, schaltet der automatisch weiter? Das ist die gute, wichtige und große Frage. Auf die nächste Haltestelle vielleicht? Die nächste Haltestelle ist immer noch Findorf, okay. Nächste Haltestelle, Findorf Markt. Wir haben sogar Haltestellenansagen, das ist ja mal was. Oh, ein bisschen zu früh gebremst, aber okay. Findorf Markt, da stimmt zwar nicht. Doch, das stimmt. Guten Abend. Guten Abend. Wunderbar. Guten Tag. Guten Abend. So, alle drin. Sehr gut. Dann geht's auch schon weiter. In Richtung nächste Haltestelle. Ich weiß, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Bin die Linie noch nie gefahren. Das ist jetzt absolut das erste Mal Premiere, dass ich hier überhaupt mal fahre. Da hinten ist schon die nächste Haltestelle, wie man sehen kann. Mal gucken, ob der weiterschaltet. Der schaltet nicht weiter. Nächste Haltestelle, Gesamtschule. Das war ich jetzt übrigens. Guten Tag. Gesamtschule. Wo ist denn die Gesamtschule hier? Ist das hier die Gesamtschule? Naja. Oder das hier, das ja, das wird die wahrscheinlich eher sein. Okay. Sehr schön. So, Linie 11 links abbiegen. Das machen wir doch gleich mal. So, von da kommt nichts, von da kommt auch nichts. Sehr gut. Bis jetzt geht es ja echt gut mit dem Gelenkbus hier lang zu fahren. Ich hoffe mal, wir kommen da nicht in allzu brenzlige Situationen noch. Aber ne, in OMSI 2 fährt man halt Gelenkbus, weil es einfach geht. So, jetzt schaltet er irgendwie nicht mehr weiter, ich weiß es nicht. Nächste Haltestelle, Hansestraße. Hansestraße, juhu. Übrigens, meine rote Schrift da oben schaltet aus irgendwelchen unauffindlichen Gründen nicht mehr weiter. Hallo. Hallo. Das nehme ich mir jetzt aber nicht zu genau, weil ich habe jetzt keine Lust nochmal anzufangen. Mir ist nämlich vor der Aufnahme schon OMSI einmal abgestürzt und es hat ewig gedauert, bis ich das alles mit den Einstellungen gut hatte, weil jetzt mit dem neuen Mikro geht das alles ein bisschen anders. Ich nehme jetzt nämlich meinen Sound und den Spielsound gleichzeitig auf in eine Datei rein. Da ist halt einfach das Problem. Warum fährt der jetzt erst? Da ist halt einfach das Problem, dass der Spielsound gegebenenfalls zu laut sein kann. Dann hört man mich halt nicht, ne? Ich hoffe mal, ich habe das alles gut abgestimmt soweit. Wenn nicht, dann halt nicht. So. Wir dürfen rechts fahren. Ich glaube, ich bin hier aber schon mal lang gefahren, auf einer anderen Linie vielleicht. Weil hier fährt, glaube ich, nur die Linie 11 lang. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich die auch schon mal gefahren, keine Ahnung. So, gucken wir mal gerade eben, wie es von außen aussieht. Oh, schön. So, nee, doch nicht. Okay, die Straße hat noch nachgeladen. Ich dachte schon, wir wären hier schon am ersten Punkt, wo ich keine Texturen mehr habe. Aber das hat dann auch ganz gut funktioniert. So, wir machen mal ganz kurz Fernlicht an, damit wir hier ein bisschen weitsichtiger fahren können. So, sehr schön, sehr schön. Bestens. Das klappt ja richtig gut. Ja, wie gesagt, das mit der Verspätung, das darf man jetzt nicht zu genau nehmen, weil ich ja angeblich immer noch nicht in Findorf gewesen bin, wo ich da natürlich schon lange war. Also das ist irgendwie jetzt gerade nicht so angekommen bei OMSI, kann man alles dran ändern, deswegen werden wir gleich wahrscheinlich mit unserer Verspätung bis ins Unermessliche, genau, das wollte ich sagen. Nächste Haltestelle, Haselbaum. Haselbaum. Hallo. Haben wir schon. Würde ich sagen, fahren wir noch 1-2 Haltestellen und dann kann ich sogar schon den ersten Part beenden, meine Güte. Wenn ihr übrigens noch nicht das Weihnachts-Special 2014 gesehen habt, dann solltet ihr euch das mal angucken. Ich habe da jede Menge OMSI-Parts hochgeladen zu Weihnachten. Guckt euch das auf jeden Fall an, sofern ihr das noch nicht gesehen habt.
Nächste Haltestelle, Stollensee. Stollensee. Also ich glaube, hier links ist auch der See. Kann das sein? Warte mal ganz kurz, ich muss mal eben hier Pause und dann gucken wir mal. Ja, da ist der See. Großer See. Ja, sehr großer See. Und dann der Stollensee. So, jetzt kann man den Spielsound weg. Ah, da ist er wieder. Da müssen auch sogar Leute aussteigen, wenn ich mich nicht. Habe ich manuell oder automatische Türen? Ich weiß es gar nicht. Okay, ich habe manuelle Türen. Das macht das Ganze nicht einfacher. Guten Abend. Guten Abend. Die hintere geht automatisch zu. Das ist schon mal vorteilhaft. Alle eingestiegen, bestens. Gut, dann geht's weiter. Eine Haltestelle machen wir doch noch glatt. Und dann beende ich den Part. Ja. Dann gucke ich mal, ob ich das mit dem Fahrplan vielleicht in der Aufnahmepause kurz hinkriege. Vielleicht klappt das ja, vielleicht auch nicht. Dann fahren wir halt einfach mit Verspätung weiter. Oder ganz ohne Fahrplan, mal schauen. Ne? So, jetzt wird es hier anscheinend ein wenig komplizierter. Von da aus kommt niemand. Von da aus kam jemand. Jetzt haben wir aber Freifahrt. Sehr gut. So, um die Ecke rum. Und dann kommt die Polizei uns entgegen hier. Meine Güte. Gut, da ist die nächste Haltestelle. Wie heißt sie? Ich habe noch gar nicht weitergeschaltet. Nächste Haltestelle, Steinstraße. Steinstraße. Auch kein gerade seltener Straßenname. So, kann jetzt mal hier die Türfreigabe. So. Okay. Gut. Guten Tag. Guten Tag. Macht der jetzt die hinteren automatisch zu? Ne, nur die ganz letzte macht er automatisch zu. Na gut, okay. Ich würde dann mal die Pause drücken und würde euch ganz einfach jetzt mal an dieser Stelle rausschmeißen. Wir sehen uns wieder in einem neuen Part von OMSI, dem Omnibus Simulator. Entweder am Mittwoch oder am Sonntag, das sind meine Upload-Tage. Und dann sage ich einfach mal nochmal frohes neues Jahr und bis zum nächsten Mal.